Meiner Meinung wird der Name von den Eltern gegeben und nicht von den Nachbarn. So ist es im natürlichen Leben. Und insofern glaube ich, wir sollten schon respektieren, dass Mazedonien als eine selbstständige Republik sich auch den eigenen Namen selber geben kann. Und ich glaube, dass da keine Verwechslungsgefahr zu den Mazedonien in Griechenland besteht. Und vielleicht kann auch Staatsminister Erwin Huber, der ja auch Vorsitzender der Partei ist, im Kontakt mit Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel auch hier einiges dazu beitragen, um eine Lösung zwischen den beiden Staaten herbeizuführen. Dies wäre sehr wünschenswert, weil es ist eigentlich das einzige Problem, das wir, was NATO anbelangt, hier noch zu lösen haben. Aber ich bin sicher, daran wird der NATO-Beitritt nicht scheitern.